Da gab ihr Gretel einen Stoß und schlug die Tür hinter ihr zu. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Herzlich willkommen, liebes Publikum, da draußen in den Knusperhäuschen zum ZDF-Nachtstudio. Heute mit einer Märchenstunde. Wenn die Zeiten schlecht sind, haben Märchen Konjunktur, könnte man sagen. So melden die Verlage steigende Umsatzzahlen. Märchengesellschaften sprießen überall im Land wie Veilchen im Frühjahr. Und Disney hat mit Ariel, der Verfilmung von Hans Christian Andersens kleiner Meerjungfrau, endlich wieder in den 90er Jahren schwarze Zahlen geschrieben. Womit wir schon beim Thema sind. Im Todesjahr Schillers, 1805, wurde nämlich auf der Insel Odensee in Dänemark Hans Christian Andersen geboren, dessen Kunstmärchen wie sonst nur noch die Sammlung der Brüder Grimm tief ins kollektive Gedächtnis der ganzen Welt eingeschrieben sind. Seinen 200. Geburtstag am 2. April nehmen wir also zum Anlass für unsere Fragen, was sind Märchen überhaupt? Wo kommen sie her? Was macht die Faszination der Andersen-Märchen aus? Wie kann man sie interpretieren und warum sind die Märchen so robust? Meine Experten am wärmenden Stubenfeuer sind Eugen Drewermann, er ist katholischer Theologe und Psychoanalytiker und Prediger, könnte man sagen, für die Märchen. Bekannt durch seine tiefen psychologische Deutung auch des Märchens. Thomas Macho, er ist Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität, Märchenforscher, seit langen Jahren Mythenforscher und hat jetzt in der neuen Ausgabe von Literaturen einen Aufsatz geschrieben über die Bearbeitung und Veränderung von Märchen. Und Silke Fischer, sie ist Direktorin der Berliner Märchentage und Gründerin des Deutschen Zentrums für Märchenkultur. Die Berliner Märchentage sind die größten Märchenfestivals in Europa überhaupt. An Sie die erste Frage. Stimmt die These, dass, wenn die Zeiten schlecht sind, Märchen Konjunktur haben? Denn die Verlage schreiben immer höhere Auflagen für Märchenliteratur. Ja, ich glaube, da kann man sich anschließen. Also ja, in den Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hatte, ist ja der Eingangssatz des Märchens Nummer 1 in der Sammlung der Brüder Grimm, ja. Froschkönig. Und je schlechter die Zeiten werden, desto mehr werden die Märchen gebraucht. Ja, würde ich auch so sagen. Wie können Sie die Märchentage beschreiben? Was wird da geschehen? Was sind das spezielle? Ist das so eine Art Festival oder was da passiert? Es ist das größte Märchenfestival der Welt. Existiert seit 16 Jahren. Über 1 Million Menschen jeden Alters haben die Märchentage besucht. Mhm. Also kann man sagen, dass die Märchen Hochkonjunktur haben seit Jahrzehnten. Und die Märchen werden also nicht nur gelesen, sondern sie werden frei erzählt. Das freie Erzählen in der Gemeinschaft wird gefördert und in Zusammenhang mit Musik, mit Theater. Also sie werden in allen Formen, in allen Kunstgattungen präsentiert, die es gibt. Und wir haben jedes Jahr ein Schwerpunktthema und in diesem Jahr natürlich Hans Christian Andersen und seine Märchen. Wie erklären Sie sich, dass Hans Christian Andersen, dieser Geburtstag, so weltweit ja am meisten gefeiert wird? Also wir haben Schiller, wir haben Einstein, da feiern die Deutschen und bei Schiller vielleicht noch, nein, bei Einstein noch andere und die Welt. Aber Andersen ist sozusagen rund um die Welt so eine Art Es ist ein Festival. Phänomen. Also er wird ja auch teilweise auch verwechselt, seine Märchen mit Volksmärchen, obwohl, wenn man sich die Märchen genau anschaut, ist eine Verwechslung gar nicht möglich. Aber die Dänen tun natürlich auch sehr viel. Also Andersen ist, glaube ich, der bekannteste Däne. Und es ist ja auch ein Andersen-Fonds gegründet worden, der weltweit diesen Dichter auch feiert. Und die Märchen, die auch viel von Liebe und Leid erzählen und von den Abgründen der Seele. Ich denke schon, dass das die Menschen interessiert. Ja. Herr Drewermann, sind Märchen katholisch? Wenn man das Weltumspannende der Märchen... Ja. Sie sind eine internationale Sprache der Verständigung. Ich glaube, auf einer tieferen Schicht unserer Psyche verstehen wir alle Märchen. Und wir brauchen im Anschluss an diese Sendung nur in den wohlverdienten Schlaf zu sinken. Dann tauchen vor unserem seelischen Auge Bilder auf, deren Symbolwert sich ganz ähnlich erzählt wie die Märchen. Drum ist alleine dies schon sehr wichtig, die Sprache der Märchen, der Träume zu lernen. Erich Fromm hat mal gesagt, man kann viele Fremdsprachen lernen, das erweitert das Bewusstsein. Aber wer die Sprache der Märchen lernt, wird ein anderer Mensch dabei. Er lernt dann andere Werte zu glauben. Das heißt, Sie würden sagen, also Märchen sind so etwas wie Ausdruck der Seele
oder sozusagen ein Ausgesprochenes der Seele, das wieder zurückkommt, das man so auch analysieren kann? Es gibt ein wunderbares Wort von dem Dichter Reinhold Schneider in den 50er Jahren. Er schreibt im Winter in Wien in seinem Tagebuch, kurz vor seinem Tode, Märchen sind die einzige heute noch gültige Sprache der Gnade. Mhm. Damit deutet er an, dass es eine andere Welt geben muss, förmlich, als diejenige, die uns von den Machthabern als Realität diktiert wird. Und wenn Sie sagen, Märchen werden aktuell in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, hat das vielleicht damit den Zusammenhang. Wir brauchen unendlich viel mehr als die definierte Welt aus Macht, Geld und Geltung. Mhm. Es gibt Wesentlicheres und die Märchen sind die einzige Literaturform der Weltliteratur, die uns glauben machen möchten, dass die Liebenden eine Chance hätten, glücklich zu werden. Nicht wie Romeo und Julia, Tristan und Isolde und so weiter. Sie könnten wirklich, wenn sie Glück haben, glücklich werden, aber dann müssten wir an die Liebe glauben. Mehr aber als an die Angst. Im Märchen geht es eigentlich immer gut aus. Also, nicht immer. Bei anderen, wir werden noch drauf kommen. In den Volksmärchen geht es gut ab. Aber wenn wir jetzt Herrn Drewermann hören, Herr Macho, und sagt, das ist so etwas wie eine, naja, wenn man so will, herausgeschriebene Seelenlandschaft der menschlichen Gattung, dann muss man aber doch den Kulturwissenschaftler und vielleicht auch den Literaturkenner fragen: Märchen sind ja einfach nicht einfach vorhanden. Wo kommen sie her? Was ist überhaupt ein Märchen? Ja, die Frage, was überhaupt ein Märchen ist, ist ja gar nicht leicht zu beantworten. Eines wissen wir ganz sicher, dass Märchen sozusagen Gebilde sind aus sehr vielen Schichten. Mag schon sein, da will ich Ihnen gar nicht widersprechen, dass eine dieser Schichten eben durch Seelenleben oder Unbewusstes oder wie immer wir das nennen wollen, markiert ist. Dann gibt es aber ganz viele andere Schichten und die haben zum Beispiel was mit politischen Interessen zu tun. Die haben manchmal auch was mit Obsessionen der Märchenforscher selbst zu tun. Mhm. Es ist kein Wunder, dass die Gestalt der Märchen, die sie unter den Händen der Brüder Grimm angenommen haben, einerseits eben referiert hat auf die Bedürfnisse des neu zu gründenden deutschen Nationalstaats, an einer uralten, möglichst archaischen Tradition, weshalb das ganze Zeug eben auch unbedingt in den Wäldern spielen muss und hinter den sieben Bergen. Und auf der anderen Seite natürlich auch etwas zu tun hatte mit dem wissenschaftlichen Interesse dieser beiden Brüder, mhm. Wilhelm und Jakob, eben eine Art von mythischem Fundament für diesen Staat zu finden und zu suchen in den Märchen. Und das sind natürlich alles Schichten, die auch eingehen in diese Texte. Das heißt, das gilt für die Volksmärchen. Das gilt natürlich nicht in dieser Form für die Kunstmärchen. Das gilt nicht für die Märchen, die uns gegenwärtig begeistern, ob das nun Tolkien oder Harry Potter oder was weiß ich. Wo würden Sie die Grenze ziehen? Also wenn man zum Beispiel Herr der Ringe oder all diese anderen Fantasy-Romane, Harry Potter, also haben Sie angesprochen, also Fantasy-Romane, würden Sie da in die Kategorie der Märchen, Science-Fiction, würden Sie das in die Kategorie der Märchen hinein? Ja, im Prinzip schon. Es gibt eigentlich nur eine einzige wirklich auffällige Differenz und die ist natürlich signifikant. Man kann zwar vielleicht Harry Potter oder auch den Herrn der Ringe verfilmen, aber man kann es nicht an einem Abend oder an einem Märchentag bei ihren Märchentagen vorlesen. Ja. In der Regel ist die Fantasy oder auch die Science Fiction oder die Gattungen, die uns heute faszinieren, manchmal auch Metagattungen wie die Turmsaga von Stephen King, die ja alle denkbaren Gattungen in sich vereint. Das sind sozusagen Romane, das sind Erzählungen, die nicht an einem Abend als Vorlesegeschichte, Gute-Nacht-Geschichte Platz haben. Das heißt, wenn wir zu einer Definition kommen, sie müssen kurz sein, die Märchen, und es muss sozusagen auch eine innere, eine andere Welt da sein. Sind denn Märchen dann universal? Sie haben Lateinamerikanistik studiert. Ne? Gibt es denn sozusagen auf der ganzen Welt die gleichen Märchentopoi? Ja, also es gibt die Märchenmotive. Und Antti Aarne, so ein finnischer Wissenschaftler, hat die ja auch katalogisiert. Und deswegen ist die Wissenschaft ja heute noch nicht einig, kommen die Märchen aus einem Ursprungsland, wie zum Beispiel aus Indien, wie man lange dachte, also monogenetisch oder sind sie polygenetisch, wie Carl Gustav Jung ja die Märchen als das kollektive Unbewusste bezeichnete. Also die Märchenmotive findet man überall. Und nun Lateinamerikanistik, also in Brasilien, wo ich geforscht habe, nach den europäischen Märchen, den Einfluss dort und die Rezeption, die werden also praktisch mit eingemeindet in sowieso diese Vielfalt von Völkern, die in Brasilien herrscht. Also sehr synkretistisch, genau wie der Glaube, die Religion. Und sie werden einfach mit hineingenommen. Aber die Insignien kennt natürlich jeder. Also Rotkäppchen hat einen Korb am Arm. Schneewittchen ist die mit den sieben Zwergen, Dornröschen ist die, die lange schläft. Aber
In Brasilien zum Beispiel, wo ja Analphabetismus heute noch herrscht, kursieren Märchenversionen, die es hier gar nicht mehr gibt in Europa. Also die sind im 19. Jahrhundert rübergekommen, weil es da, glaube ich, sogar einen österreichischen König gab in Brasilien. Und da gibt es noch eine Dornröschen-Variation, wo Dornröschen wachgeküsst wird, sie heiratet und ihre Schwiegermutter eine Menschenfresserin ist. Also diese Sachen kursieren noch, die sind in Europa längst ausgestorben. Mhm. Aber die Motive sind die gleichen. Das heißt aber, die Motive, Sie haben jetzt geredet über den Export von europäischen Volks- und Kunstmärchen nach Brasilien. Gibt es einmal autochtone brasilianische Märchen, die mit unseren Märchen vergleichbar sind? Zum Beispiel, also gibt es so etwas wie Hänsel und Gretel? Gibt es. Gibt es. Man kann es nur heute nicht mehr ganz entscheiden, sind sie aus Europa gekommen oder nicht. Mhm. Aber dieses kollektiv Unbewusste, also die Suche nach dem Glück, nach der Liebe, dass man König wird, mhm. dass man, obwohl man der Dummling ist, siegt und dass man die Tiere zu den Freunden zählt oder dass es Tierbräutigamme gibt und dass mhm. man das Böse besiegt, das ist auf der ganzen Welt gleich. Mhm. Es gibt sogar Stoffe, die ganz überraschend unseren religiösen Traditionen ähneln. Ich habe zum Beispiel die Geschichte der Yahuna-Indianer von Milomaki mhm. einmal interpretiert, die ist um 1910 von Koch Grünberg aufgezeichnet worden, als das Volk der Yahunas noch kulturell intakt war, als es überhaupt noch existierte. Mhm. Die Geschichte von Milomaki überliefert, dass aus dem Wasserhaus jemand den Menschen die Musik brachte und dafür getötet wurde. Mhm. Er lebt aber weiter in der Paschubi-Palme, aus welcher man die Flöten herstellt. Mhm. Das ist ein so schöner Mythos, weil er dem Christlichen ganz nahe kommt. Mhm. Das Wort Gottes kommt zu den Menschen, wird getötet, lebt aber wieder auf. Mhm. Vor allem im Ritus, im Kult, in der Musik. Nietzsche hätte daran seine Freude, das Christentum, seine Bereicherung. Das sind Stoffe, die in der Seele der Menschen liegen und völlig unabhängig voneinander, auch unter ganz wechselnden Bedingungen, immer wieder zum Vorschein kommen. Wie könnte man denn zum Beispiel die Märchen erklären? Also bei den Grimms war es ja so, da steht am Anfang der Mythos, dann kommt die Sage. Dann kommt die Legende, die Heiligenlegende und dann kommt das Märchen. Also sozusagen ein Abfallen, aber gleichzeitig auch ein Aufsteigen von rationalen Erzählformen, denn die Grimms haben ja in der Tat gesammelt und es ein bisschen auch umgeschrieben. Ist das so eine Reihenfolge oder muss man sagen, vielleicht die Märchen sind eine Erfindung, tatsächlich eine Erfindung der Romantik? In gewisser Hinsicht würde ich diesen Gedanken gerne mal ein bisschen rot unterstreichen, weil mir der sehr wichtig ist. Also man ist zu schnell oft, ohne dass ich das Recht dieser Anschauung jetzt damit bestreiten will, bei den kollektiven, unbewussten Inhalten, die überall auftauchen und übersieht dabei allzu leicht, was für Probleme etwa mit der Methodik der Forscher, die das feststellen, verbunden sind. Und das ist ein Problem, das wir tatsächlich auch aus der Religionswissenschaft sehr gut kennen, nämlich das Problem der Komparatistik und des Vergleichs. 20 Bände hat James Church Frazer, der große Kulturanthropologe, verfasst über den goldenen Zweig. Und man findet darin Belege aus allen Kulturen und allen Epochen und drunter. Aber wenn man es genau ansieht, dann fängt das Ding immer wieder zu bröseln an. Man stellt fest, naja, ganz genau dasselbe ist das doch nicht, das unterscheidet sich doch im Detail. Und man kommt plötzlich auf methodische Fragestellungen, die eben auch in der Religionswissenschaft heftig diskutiert worden sind, Stichwort Religionsphänomenologie, die letzten Endes darauf hinauslaufen, was Wittgenstein einmal in einem Gespräch mit seinem Psychiaterfreund Otto Luhrer gesagt hat, und zwar in Bezug auf Hegel, weil er gesagt hat, Hegel ist schon schön zu lesen, aber was mich an ihm stört, ist, ich habe das Gefühl bei Hegel, der will immer zeigen, dass etwas, was verschieden aussieht, eigentlich gleich ist. Ja. Und ich will eigentlich zeigen, dass etwas, was gleich aussieht, im Grunde verschieden ist. Ja. Und das ist die mir sympathischere, sozusagen auch methodische Obsession, dass man genau sieht, dass man sozusagen die Verwandtschaft zum Beispiel des schönen Beispiels, das Sie jetzt gebracht haben mit der Musik, mit dem Christentum zwar behaupten kann, man könnte auch sagen, das ist der alte Syrinx-Mythos von der Nymphe, die verfolgt wird vom Pan und die dann irgendwie... Um sich vor der Vergewaltigung zu retten, wird sie verwandelt durch ein gnädiges Schicksal in Schilf und daraus schnitzt er dann die erste Panflöte und die Musik ist uns geschenkt, ne? Ein Ding, das Ernst Bloch dann auch zitiert hat. Aber auf der anderen Seite hat man eben das Gefühl, sind wir nicht besser dran, wenn wir dem Christentum sozusagen seine Logos-Theologie so lassen, wie sie dort formuliert ist und den Syrinx-Mythos dort lassen, wo er hingehört, nämlich in die Metamorphosen.
und eben die schöne Geschichte von den Yauna vom sozusagen Wasserhaus dort lassen, wo sie hingehören. Kommen wir dann nicht weiter, als wenn wir dann so große Wanderschaften unbewusster Motive konstruieren müssen? Das Wunderbare ist in meinen Augen, dass die Märchen eine Einladung sind, sich an Fragestellungen zu erinnern, die uns allen gemeinsam sind. Was Hunger ist, was Leid ist, was Einsamkeit ist, was Sehnsucht nach Liebe ist, was Angst vor dem Tod bedeutet. Diese Stoffe machen ja die Märchen interessant und sie sind die Fragestellung aller Menschen. Also nehmen wir zum Beispiel den deutlichen Beweis dafür, wie die Brüder Grimm arbeiten. Ein schönes Exempel dafür ist nach meiner Meinung die Geschichte vom Gevatter Tod. Der ist ein armer Mann, zu dem der liebe Gott kommt und ihm helfen will. Und der arme Mann sagt, du hältst es mit den Reichen. Er lehnt ihn ab als Gevatter. So in der ersten Ausgabe. Dann schreiben die Brüder Grimm später, so redete der arme Mann, weil er nicht wusste, wie weislich Gott Armut und Reichtum verteilt. Mit einem Wort, es ist die Sünde des armen Mannes, dass er nicht mit Gottes Wagen und Wirken einverstanden war. Das ist das Besondere. Solche Dinge gibt es. Aber die Frage, was machen wir mit dem Tod, ist eine gemeinschaftliche, geht alle Menschen an. Und da ist eine Auskunft überaus modern für unsere Kultur. Ein Arzt kann im besten Fall als Patenkind des Todes gehorsam lernen gegenüber der Allmacht, die der stärkste Diener Gottes, der Tod, hat. Er kann versuchen, die Konstellation des Todes am Krankenbett zu drehen. Vielleicht das. Aber es ist eine Art von Ungehorsam irgendwann. Genau. Beansprucht der Tod sein Recht? So aber, was erzählen die Tod, Märchen? Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht unterbrechen, aber bei Gevatter Tod ist ja klar, das ist schon im Titel, aber der Tod findet doch im Märchen eigentlich gar nicht statt, sondern es wird ja immer eine Erlösung, es ist dann, einer ist immer tot, meistens die böse Stiefmutter oder sonst. Aber die Helden leben ja sozusagen ewig und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da wäre ich etwas skeptischer. Das ist ein ganz wichtiges Moment, Herr Panzer, denn es gibt viel grausam Scheinendes in den Märchen. Es wird zum Beispiel bei Hänsel und Gretel die böse Hexe getötet, gewalttätig in das Feuer geworfen. Hexenverbrennung, etwas, das kulturgeschichtlich für uns geradewegs peinlich ist. Entscheidend ist es deshalb in meinen Augen, dass wir die Psychologie der Märchen untersuchen. Denn dann erst lösen wir das Problem innerlich und ersparen es uns in der Realität, die eigenen Projektionen abzuarbeiten. Mhm. Also gewissermaßen zwischen Individualneurose und kollektivem Handeln. Der Jurisprudenz Kurzschlüsse herzustellen. Ich meine, das ist ja was Bruno Bettelheim dann auch geschrieben hat. Kinder brauchen Märchen, indem sie sozusagen ihre Ängste, die sie erleben, dargestellt bekommen in Stellvertreterfiguren, die so handeln könnten, wie sie es vielleicht. Dann müssen wir bei Hänsel und Gretel mal schauen. Ich würde ganz gerne noch mal zu Hänsel, aber bevor wir jetzt, sagen wir mal, zu philologischen Interpretationen oder psychologischen Interpretationen, würde ich Sie noch mal gerne fragen, wenn man sich das Personal mal anguckt oder die Märchen-Topoi überhaupt, dann kommt, also nehmen wir nicht die Volksmärchen jetzt, Andersen kommen wir später. Und da haben wir der Wald, die Monarchie, das arme Mädchen, die böse Stiefmutter, Stief in Anführungszeichen, ist immer Stiefmutter, aber wahrscheinlich ist es sogar die richtige Mutter und die Grimms haben sie nur so reingeschrieben. Die Stiefmonstrositäten, also irgendwie bei den sechs Gesellen, die sechs kommen durch die ganze Welt, da kann einer einen ganzen See austrinken. Arm und reich, der Sieg, ist immer die Sieg, die Reise, sprechende Tiere, Zauber aller Art, ständige Wiederholungen und ständiges Essen. So, jetzt könnte man jetzt zwei Dinge fragen, Frau Fischer. Einmal, sind Märchen nicht auch ganz auf einer ganz profanen Ebene die Beschreibung einer Zeit, also Agrargesellschaft, Monarchie und so weiter. Gleichzeitig auch, sind Märchen nicht dadurch, dass sie erzählt werden, so etwas wie die Trivialliteratur einer Epoche? Ja, sicherlich. Also wie Herr Macher ja auch sagt, es ist immer gefärbt. Also die Märchen zumindest, die aufgeschrieben wurden, sind immer gefärbt von der Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden. Und die Grimms hatten natürlich einen moralischen Anspruch ihrer Zeit. Und wie Herr Drewermann ja auch sagte, die Märchen veränderten sich ja auch im Laufe des Lebens auch der Grimms. Es waren ja 7 Fassungen, glaube ich, die von den Kindern rausgebracht wurden. Aber weil sie so viel von Essen und Trinken erzählt haben, also wir fassen auch mit unseren Märchentagen zum Beispiel die Märchen auch als Lebensmittel auf. Mhm. Also nicht, dass man sie konsumiert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie zeigen ja Lebenswege auf. Und deswegen nehmen die Kinder das ja auch so gerne an. Und
diese Grausamkeiten, die zumindest nicht im Volksmärchen reflektiert werden. Bei den Autorenmärchen ist das was anders, auch bei Andersen. Aber die sind ja sozusagen klar und deutlich. Es sind so ethische Richtlinien, die das Märchen ja auch vermittelt. Also richtig und falsch, gut ja. und böse. Ja. Wahrheit und Unwahrheit. Und die Kinder fassen das auch so auf. Wir hatten also eine schöne Geschichte, die ich erlebt habe. Ein blondes, zartes Kindchen hörte sich das Rotkäppchen an und die Mutter sagte, ach, so grausam, komm ja. lieber raus. Ja. Da sagt das Mädchen, Mama, du kannst draußen warten, ich höre mir das hier jetzt an. So. Ja. Also die Kinder empfinden das auch nicht so. Aber nochmal, um die Frage vielleicht an Sie nochmal zu präzisieren. Kann man die Märchen einfach authentisch lesen? Also nehmen wir jetzt mal bei Hänsel und Gretel, dann können wir vielleicht an einem konkreten Märchen, Hänsel und Gretel, könnte man doch sagen, es ist eine große Teuerung im Land, es sind arme Leute, also es muss Arme und Reiche geben, es muss so etwas wie eine Sehnsucht nach endlich mal satt essen zu sein, da sein. Und andere Märchen kann man sagen, Aufstieg, also bei Aschenputtel zum Beispiel, ne, der Aufstieg, der da ist und so weiter. Ist das legitim, sozusagen die Märchen herzunehmen, wie ein Geschichtsbuch und zu sagen, so ungefähr war die Zeit um 1800? Natürlich hängt das von den Bedürfnissen ab, die man bei der Märchenlektüre hat. Mhm. Warum es, glaube ich, nicht nur legitim, sondern manchmal auch notwendig ist, hat einfach genau mit dem zu tun, was Sie sagen, die Märchen sind eine Einladung. Das heißt auch eine Einladung natürlich zur Projektion, zum Wiederfinden dessen, was man wiederfinden ja. will. Ja. Und ich bin ja vollkommen einverstanden, wenn das, was wiedergefunden werden soll, die Liebe und das Glück und die Auseinandersetzung mit Einsamkeit und Sehnsucht ist. Das ist ja schön. Ich habe da aber Probleme, wo es ganz offen zum Beispiel jetzt im Geschlechterverhältnis oder in der Auseinandersetzung zwischen den Generationen um ziemlich unverhohlenen Sadismus geht. Wobei ich durchaus glaube, dass den Kindern das ohnehin gefällt und die durch das Fernsehen ohnehin da auch einen hohen Toleranzpegel haben, was sozusagen Brutalitäten und Grausamkeiten betrifft. Es geht mir auch gar nicht darum, das zu tabuisieren oder zu sagen, damit darf man die Kinder jetzt, mhm. wir brauchen einen Jugendschutz für Märchen. Das wäre Quatsch. Es geht nur darum, diese das alles auch 68, sozusagen ja. mit wahrzunehmen ja. und zu sehen, dass Märchen so sehr komplexe, vielfach geschichtete, palimpsestartige Texte sind, aus denen man sehr viel herausziehen kann. Mhm. Und es geht mir darum, dass man auch nicht vergisst, dass es großartig ist, was Sie mit den Märchentagen und mit dem Andersenjahr oder auch in der Psychotherapie bei Ihnen mit den Märchen gemacht wird. Aber das ist natürlich auch eine rechtsextreme Form der Märchenaneignung gehabt, die gewaltig war im 20. Jahrhundert, die noch sozusagen Märchenzentren in der Gegenwart betrifft und immer wieder rege Diskussionen geführt werden. Also es gibt auch eine politische Vereinnahmung der Märchen, ja. die nehmen das natürlich auch als Einladung wahr, weil das sind dann auch schon immer die wahren Geschichten von den großen arischen Helden und was weiß ich noch, was für Scheiße. Ja. ja, aber dann hat man eine andere Ebene. Man ist dann im Grunde bei der Sage, wo die Motive ähnlich sein können. Es geht um Drachentötung. Man kann das in der Sage von Jung Siegfried, wie geschehen im Dritten Reich, natürlich für alle möglichen Zwecke mhm. einsetzen. Aber die Märchen sind im Grunde so wenig religiös, wie sie profan sind. Und sie sind im Grunde auch unpolitisch. Wenn da Könige drin vorkommen, haben sie absolut nichts zu tun mit der Geschichte der Monarchie in Europa. Nehmen wir die Geschichte vom Aschenputtel. Das geht wirklich abends um 9 nach Hause. Mhm. Es gibt einen König, der es nicht erkennt, in seinem Reich kommt es gar nicht vor. Mit anderen Worten, man hat nicht einen König, der irgendwo auf dem Thron säße, sondern der deshalb König ist. Wir Männer können das wirklich sein. Nämlich, wenn eine Frau uns sehr, sehr lieb hat, dann haben wir über sie etwas zu sagen und das sollten wir nicht missbrauchen, natürlich. Bei der Geschichte von Hänsel und Gretel, denke ich, ist alleine schon das Hinsehen auf den Anfang unglaublich. Es kann natürlich sein, dass das der Reflex einer bestimmten Notzeit ist. Aber das muss nicht sein. Ich sehe in der Psychotherapie immer wieder, wie sprechend solche Geschichten sind. Hänsel geht rückwärts ins eigene Leben. Er sehnt sich immer wieder, nach Hause zu kommen. Er nimmt das Brot, das er hat, um es auf den Weg zu streuen, damit er den Heimweg ja. findet. Die Mutter kann ihr Kind nicht großziehen und sie leidet darunter. Sie gibt am Feuer, das sie angelegt hat, damit die Kinder nicht frieren, das letzte Brot, das sie hat und will sich dann verabschieden. Sie aber ist überhaupt nicht grausam in dem Sinne. Bei allem Verständnis. Und solche Geschichten finde ich wieder ja. bei Menschen, die ihre eigenen Eltern erlebt haben.
wo sie seelisch nicht das hatten, was nötig gewesen wäre. Herr Drewermann, werden da die Märchen nicht sozusagen überinterpretiert? Und zwar, Sie haben ja ein Buch geschrieben über Hänsel und Gretel und tiefenpsychologisch gedeutet. Und da kommt ein Satz drin vor, Hänsel ist sozusagen nur eine Person, also Gretel ist die andere Seite von Hänsel. Und da heißt es jetzt einmal, in Sucht und Magersucht an seine Mutter gebunden. Ja, macht man da nicht vielleicht den umgekehrten Schluss, indem man den Fall nimmt, den Sie dann auch schildern, sozusagen als Beweis für das Märchen nimmt und nicht umgekehrt? Na, umgekehrt. Also nehmen Sie nur das Motiv, dass Hänsel leben kann bei der Hexe in einer Welt, die nur aus Essen besteht. Das ganze Haus ist Knusperzeug. Ja. Aber er wird dafür bestraft, indem die Hexe kommt, ihn zu fressen. Er wird nur gemästet als Schlachtmaterial für die Gegenseite der eigenen Mutter. Und er kann sich eine Weile lang retten, indem er einen Knochen durch die Gitterstäbe hält. Es ist die Strategie der Magersüchtigen, genau so zu zeigen, an mir ist nichts mehr dran. Und jede Nahrungsaufnahme ist verbunden mit tödlichen Schuldgefühlen. Man bringt die Eltern um oder die eigenen Geschwister. Alles, was man zu sich nimmt, schon weil man einen Körper hat, macht schuldig. Das muss man irgendwie abbüßen. Und solche Albträume stecken in diesem Märchen. Ja, das glaube ich schon. Also ich will Ihnen da nicht fundamental widersprechen. Nur kann man nicht auch das Märchen umgekehrt lesen, und zwar auf einer weniger tiefen psychologischen Art, indem man sagt, naja, der war halt clever. Der war ja nun eingesperrt in seinem Käfig. Er war eingesperrt in seinem Käfig und war ein kluges Kind, dass er gesagt hat, also die Hexe ist wahrscheinlich blind oder wie auch immer. Er kann den. Also ist diese tiefenpsychologische Deutung von Märchen, ich glaube schon, dass das irgendwo stimmt, aber kann man es nicht dann übertreiben? Man kann ja alles übertreiben. Ja. Aber ich meine, Märchen sind ja nun, das ist ja das Universelle auch daran, dass sich so viele Wissenschaften daran versuchen. Ob es nun die Philologie ist, ob es die Kulturwissenschaft ist, ob es die Theologie, die Tiefenpsychologie ist. Also Märchen bieten eben ein breites Spektrum. Aber auch, ich meine, die Märchen, die hatten ja auch mal einen Sinn. Also es waren ja vielleicht Initiationsriten oder es waren Götterbeschwörungen, der ja heute nicht mehr existiert, dieser Sinn. Und die haben sich ja auch verändert. Also sie waren ja auch nicht für Kinder gedacht, so wie es die Grimms aufgeschrieben haben, immer mit einer Moral. Es waren ja ursprünglich auch Geschichten, wenn wir nur an Europa denken, die in Spinnstuben erzählt wurden. Ja, das meinte ich. So als, die sehr als deftig eine waren. Die sehr, also, Telenovela. Es gibt ja auch, aber auch Witz gehört ja dazu. Ja. Witz ist ja ein Verwandter des Märchens. Auch die Schelmengeschichten. Also es war ja, ging ja sehr deftig zu. Und gerade bei Rapunzel hat man ja vor Jahren gefunden, dass Rapunzel zur Hexe sagt, ich bin jetzt, du bist schwerer als der Prinz, den ich hochziehe, sondern sie hat sie gefragt, was ist mit mir los? Ich werde immer dicker, ich passe nicht mehr in die Kleider hinein. Das durfte natürlich nicht sein dann letztendlich. Also es waren natürlich immer auch erotische, deftige Geschichten, die je nach, da stimme ich Ihnen auch zu, je nach der Zeit dann natürlich formuliert worden so. Aber nochmal zu dem Grausamen zurück und zu den Fernsehsendungen und wo die Kinder schon abgestumpft sind. Man muss sich ja auch vorstellen, dass die Märchen erzählt wurden. Also wenn man etwas erzählt in der Gemeinschaft, dann kann sich jeder die Schrecklichkeiten so vorstellen, wie er es aushalten kann. Das ist ja noch was ganz anderes, als wenn man es vorgesetzt kriegt im Fernsehen, wo es Blut fließt und so weiter. Und in den Volksmärchen gibt es auch keine Reflexion. Kopf ab. Ja, Wasser des Lebens, Kopf hier dran. Wo liegt das Problem? Also insofern, und da sind die beiden deutschen Staaten natürlich auch anders im Umgang mit den Volksmärchen gewesen. Also in Westdeutschland war es ganz klar, 68er Volksmärchen, es wurde sehr Zusammenhang gebracht mit dem Nationalsozialismus, so auch die Volkslieder. Im Osten war es ganz anders. Überall, wo das Wort Volk... Sie sind in Thüringen geboren, Dorf haben Sie. Ja, genau, ich habe die Elfen tanzen sehen hinter unserem Haus. Also da war alles, was mit Volk zu tun hatte, ja gleich Arbeiterklasse. Insofern war es ja dann wieder schützend wert. Ja. Und insofern sind die unterschiedlichen Entwicklungen auch zu erklären. Also
Ja, bitte. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich gebe Ihnen durchaus recht, dass es viele Möglichkeiten gibt, in den Märchen Sinn zu vermuten. Ich würde nur gerne an der Stelle nochmal festhalten, dass wir es definitiv nicht wissen. Nein. Wir wissen definitiv nicht, sind es Rituale, sind es vielleicht doch manchmal Mythen, sind es Hinweise auf bestimmte soziale Praktiken. Lévi-Strauss hat sich solche Mühe gegeben mit den Mythologikern, um zum Beispiel das in Verbindung zu bringen mit Praktiken der Küche und der Ernährung. Mhm. Trotzdem ist da viel offen geblieben und viel unklar geblieben. Und ich erinnere mich daran, dass in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ein deutscher Märchenforscher versucht hat nachzuweisen, dass alle Märchen eigentlich Himmelslehrerzählungen sind über Himmelsbewegungen und ein riesiges Buch geschrieben hat über die Deutung. Da finden Sie zu jedem Grimm-Märchen eine zum Teil aberwitzig anmutende Deutung, die irgendwas mit den Sternen zu tun hat. Da gibt es Morgenstern, Abendstern, Venus, Sonne, Mond und so weiter. Und das wird dann immer verteilt. Und da findet man dann auch so wunderbare Sätze, wo man sagt, natürlich ist der Spiegel in Schneewittchen die Sonne. Man fragt sich die ganze Zeit, wieso natürlich? Wieso ist der Spiegel natürlich die Sonne? Und der Sinn steht nicht fest. Ja, aber könnte man sogar formulieren, also bevor wir nochmal dann zu Andersen und vielleicht zur Meerjungfrau kommen, könnte man nicht auch formulieren, dass die Märchen so etwas sind wie eine Lust am Fabulieren, also auch des Übertreibens, also schon in einem kollektiven Bewusstsein, aber weniger vielleicht Seelen, tiefenpsychologisch auch, ne? Sondern dass man einfach sagt, die sitzen in der Spinnstube und ein guter Erzähler, der sitzt dann halt und übertreibt es halt und übertreibt es natürlich auch bis ins Absurde. Bei Grimms gibt es ja auch das Hausgesinde, wo der mit einer Nadel und so, die reisen als Menschen durch die Gegend. Es gibt ja den absurden Witz. Das Katerlieschen, der Fülle und das Katerlieschen zum Beispiel. Das auch die Dimension des Märchens ist oder eine der primären sogar. Natürlich hat das Märchen zunächst seine Qualität als Erzählung, aber dann ist es ja nicht egal, mit welchen Mitteln man die Aufmerksamkeit lenkt und fesselt. Ja. Warum Märchen eine so hohe Poesie und Magie besitzen, warum sie auf Kinder derart wirken und warum sie in der Psychotherapie so gut einsetzbar sind. Und sie funktionieren also auch in der Psychotherapie. Schüttet das immer wieder, wenn Menschen ihre Geschichten erzählen, ihre Eheschwierigkeiten, ihre Erlebnisse aus Kindertagen, wie genau sich das in die Symbolerzählung eines Märchen einfügt. Geschichten wie von Aschenputtel sind ja weltweit bekannt, einfach weil sie diesen Traum eines jeden wiedergeben. Irgendetwas ist liegen geblieben. Da waren Möglichkeiten, die nie entdeckt wurden. Und dann entscheidet es sich wirklich, glauben wir an den American Way of Life, aus dir kann alles werden, wenn du durchhältst, wenn du brutal dich durchsetzt, wenn du boxst und kämpfst und der Fitteste wird. Oder glauben wir an die Botschaft von Aschenputtel bei den Brüdern Grimm? Was dich erlösen kann, ist die Liebe. Deine Schönheit, deine Tugend, deine Treue zu deiner Mutter. Und dann muss man genau hinsehen, was passiert, wenn der erste Satz darauf hinführt, die Mutter stirbt einem Kind. Das ist die Tragödie schlechterdings. Ja. Wie wird es damit fertig? Je genauer man dann liest, bekommt man ein Psychodrama, das für bestimmte Strukturen typisch wird. Und so sind die Märchen in einer Schicht ja auch Volkspsychologie. Ja. Sie schildern Typen, die jeder kennt. Ja. Den Hans im Glück, das tapfere Schneiderlein, auch das Aschenputtel und so weiter. Wer sagt, er ist ein Hans im Glück, meint etwas ganz Bestimmtes, das er vielleicht gar nicht genau kennt. Ja. Und am Ende ist er ja nun, hat er ja nichts. Ne? Und dann ist er glücklich. Und ist er jetzt weise oder dumm gewesen? Das ist unentschieden. Leicht funktionalisierbar. Gerade sowas, wenn wir das Glück mit der Armut assoziieren, Sterntaler wäre ein anderes Beispiel dafür und so weiter, das kann man leicht funktionalisieren. Da werde ich immer so ein bisschen ängstlich. Da sehe ich den möglichen Missbrauch dieser Einladungen. Ich meine, gehen wir noch mal ganz kurz zu Hänsel und Gretel, wenn es erlaubt ist. Ne? Mhm. Die Geschichte beginnt eben mit Kindesaussetzung. Eine Praxis, die in vielen Kulturen ziemlich gut nachgewiesen ist. Wir landen aber dann bei der Magersucht des Kindes, also wir analysieren das Kind. Das ist in der Psychotherapie leider zu oft passiert. Man hat die ganze riesige Theorie des Ödipus-Komplexes, bevor man drauf gekommen ist, dass die Geschichte des Ödipus jedenfalls in der mythischen Form eine ganz andere Geschichte war, nämlich auch wiederum die von einer ziemlich brutalen Kindesaussetzung. Die wollen den wirklich umbringen und schneiden ihm auch noch die Fußfesseln durch, damit die Tiere ganz sicher fressen. Mhm. Ja, und jetzt sozusagen hat man den Ödipus-Komplex als Problem des Kindes lokalisiert. Und diese Umschriften, die so unter der Hand passieren, oft auch im Namen der Psyche, die sind es, die mich dann oft so problematisch stimmen. Und ganz banal jetzt, um auch an die Gegenwart anzuschließen. Aber noch im Moment haben wir
eigentlich ganz viele Patchwork-Familien. Das heißt, wir haben eine zunehmende Zahl von Stiefmüttern. Wieso haben diese armen Stiefmütter es verdient, dass sie in den Märchen permanent so schlecht wegkommen? Wodurch zum Beispiel im Fall des Ödipus klar ist, dass der arme Junge überhaupt nur überlebt, weil er eine gute Stiefmutter bekommt. Ja. Das habe ich selber mal erlebt. Nach einem Märchen, das war, glaube ich, die Frau Holle, kam eine Frau in der Pause und sagte, warum sprechen die Märchen dauernd von den bösen Stiefmüttern? Ich bin eine Stiefmutter, meine Tochter wirft mir das vor und ich kann doch nicht dafür. Der Frau habe ich versprochen und mich streng daran gehalten, nie wieder Märchen zu interpretieren mit bösen Stiefmüttern, ohne die Lage der Frau zu erklären, die so bezeichnet wird. Bei Hänsel und Gretel will die Frau ihre Kinder nur deshalb loswerden, weil sie sonst überhaupt nicht leben können. Und alles tut sie bis zuletzt, um die Kinder schmerzfrei zu halten. Sie sollen überhaupt den Weggang der Eltern nicht vermeiden. Ich habe immer so gehört, dass wir Männer gut wegkommen. Da der Vater ist ein bisschen viel weicher als die Mutter. So ist es. Schlafschwanz im Kern, also weil er sich ja nicht dagegen wehrt. Also Väter kommen ja sowieso nicht vor im Märchen, was ja interessant ist. Aber Charles Perrault. Bei Charles Perrault ist es die Mutter. Ja. Und der Vater ist der Harte. Ja. Das ist hier doppelt gebrochen, weil die Mutter gegen alles Gefühl handeln muss. Es gibt ja auch Märchen, das ist ja auch wieder regional unterschiedlich. Es gibt ja auch Märchen, wo die Stiefmütter guter sind. Wenn Sie sich nämlich die isländischen Märchen angucken. Bei den Grimms aber kaum. Nein, aber in Island gibt es kaum Märchen, wo es böse Stiefmütter gibt. Aha. Warum? Weil es da wenig Frauen gibt. Ach so. Also insofern sind die Frauen geehrt und die Stiefmütter sind die hochgeachteten und geehrten Frauen des Hauses, von der dahinsterbenden Mutter, noch den Kindern und dem Mann ans Herz gelegt, von den Kindern geachtet, von dem Mann geachtet, da sind die überhaupt nicht böse. Also das ist auch wieder alles relativ. Mir ist noch das ein wichtiges Anliegen, zu sagen, dass der Faktor der Gewalt in den Märchen wieder jetzt als Einladung sich verstehen lässt, zu merken, dass all die Gefühle nach Revanche, nach Angstbewältigung durch Aggression in unserer Seele spielen. Denn wenn wir diese Ebene nicht finden, anhand der Märchen oder der Träume oder der Psychotherapie oder der menschlichen Reifung, sind wir fast im Zwang, sie äußerlich uns aufführen zu lassen. Nach 1945 wunderten amerikanische Psychologen sich über die Deutschen und meinten dann, das Dritte Reich kann man gut nicht erklären. Nicht nur die Amerikaner, alle wunderten sich. Gut, aber man könnte das Dritte Reich vielleicht damit erklären, dass wir so furchtbare Geschichten den Kindern erzählen, die deutschen Märchen. Die Amerikaner erzählen Geschichten aus dem Wilden Westen und da glaubt jeder, dass sie real sich aufführen. Mhm. Und die Todesstrafe ist bis heute ein hochgeachtetes Ritual, ohne dass man gar nicht zum Präsidenten werden kann. Mir ist sehr wichtig zu sagen, die Märchen könnten wie ein Filter, wie eine Puffer der Bewusstwerdung gegenüber solchen Kurzschlüssen wirken. Ich würde jetzt gerne zu unserem Jubilar kommen, zu Hans-Christian Andersen, und mal fragen, was ist dieses Besondere an Hans-Christian Andersen? Also Sie haben schon Perrault erwähnt, es gibt die Grimms, die berühmtesten Sammler, es gibt die Haufmärchen, es gibt Bechtein-Märchen, wahrscheinlich gibt es noch mehr, bitte? Museus. Aber Andersen ist sozusagen vom Pech verfolgt, will man sagen. Ne? Also er ist der berühmteste Märchenerzähler, der mittlerweile aber schon in die Anonymität absinkt. Also ich glaube, Andersen-Märchen sind wie Grimms-Märchen, sind schon zu quasi Volksmärchen geworden. Was ist das Geheimnis dieses Andersen? Dass er Märchen erfindet, die ja hochartifiziell sind. Die sind ja ganz anders als die Grimmschen, robusten Grobschlachtmärchen, ne? Sondern das sind ja filigran gearbeitete Märchen und haben dennoch diese Durchschlagskraft um die ganze Welt gehabt. Na, ich würde nicht sagen, dass er absinkt in die Anonymität der Volksmärchen, sondern ich glaube, das ist ein hohes Lob. Ein Adel, ein hohes Lob ist das, ja, oder? Dass er da sozusagen in diesen Sammlungen auch verschwindet und man weiß nicht mehr, die sieben Raben oder die wilden Schwäne, was kommt aus der Grimmschen Sammlung, was kommt von Andersen. Ne? Ja. Tja, das haben wir uns auch gefragt, was Andersen unterscheidet. Ich meine, es sind ja nur die Märchen populär geworden oder ein Bruchteil seiner Märchen sind ja populär geworden, die auch teilweise wie die wilden Schwäne oder Däumelinchen zu dem Volksmärchenmuster folgen. Obwohl man natürlich, oder ich als Kind war immer sehr enttäuscht von ihm, dass das Mädchen mit den Schwefelhölzchen stirbt, dass der Prinz die Meerjungfrau nicht erkennt. Also habe ich ihm übel genommen. Aber er hat ja ganz andere Märchen auch geschrieben. Also sehr groteske Märchen, die Galoschen des Glücks zum Beispiel oder
Noch aufklärerisch. Das Kaiser ist eine Kleider. Also er war ja sehr aufmüpfig, auch sehr frech und hat ja auch seine Zeit mit hineingebracht in die Märchen. Aber vielleicht, was das Schöne daran ist, dass sie wirklich, oder von den Bekannten, dass sie wirklich so zutiefst romantisch sind. Also man muss mindestens einmal seufzen. Aber die Romantik, er ist 1805 geboren. Also die Romantik war schon im Aufwand. Er ist zutiefst biedermeierlich, würde ich sagen. Aber Herr Macho, wie erklären Sie sich als Kulturwissenschaftler diesen Erfolg der Märchen von Andersen? Wir werden noch mal gleich auf eins zu sprechen kommen. 1805 geboren. Die Grimms sind eine Generation älter fast, ne? Aber es immer noch, sie leben. Ja, er hat ja alle kennengelernt. Die erste Märchenausgabe. Ja, nein, ich meine jetzt geboren. Die Grimms sind Ende des 18. Jahrhunderts geboren. Die sind schon gestandene Männer, ne, wenn er geboren wird. Und sie nehmen ihn ja gar nicht wahr erstmal. Ne? Aber er feiert schon in Berlin und sonst wie große Erfolge. Aber das ist auch ein Mythos. Also ja? Sie nehmen ihn nicht wahr. Ich weiß nicht, haben Sie die neueste Biografie von Jens Andersen gelesen über Andersen? Es gibt diese Geschichte, dass er anklopft und sie ihn nicht erkennen. Ja. Aber das würde auch eine schöne Anekdote, die viel über Andersen erzählt. Er läutet das Dienstmädchen und macht auf und sie fragt ihn, wen wollen Sie denn sprechen von den beiden Brüdern? Ja. Und da sagt er nicht den mit den Märchen, sondern er sagt den, der am meisten geschrieben hat. Und das ist natürlich Jakob gewesen. Und der hatte wenig mit Märchen zu tun. Also insofern, er hat ihn nicht erkannt. Hätte er gesagt, der mit den Märchen, dann wäre, glaube ich, alles klar gewesen. Also das ist auch wieder ein Mythos. Ja. Aber trotzdem, wieder das Geheimnis. Was ist Andersen? Ist er ein kindliches Gemüt geblieben? Ja, kindliches Gemüt ist vielleicht zu weit gegriffen, obwohl es tatsächlich Motive bei ihm gibt, die auch an die ältere Tradition des Märchens, an das grobe, deftige, spaßige, komische, groteske erinnern. Wenn man es, was weiß ich, von Rabelais oder sozusagen aus dem späten Mittelalter oder der frühen Neuzeit kennen mag. Ansonsten denke ich schon, es ist dieser Übergang von Romantik ins Biedermeierliche, der sich sozusagen um das Sehnsuchtsmotiv kopieren lässt. Und da passiert natürlich im Märchen was sehr Eigenartiges, was uns immer anrührt. Das Märchen wird sozusagen Metamärchen. Es erzählt nämlich gleichzeitig auch die Geschichte der sozusagen anderen Märchen mit. Die werden sozusagen anzitiert. Es kommt aber nicht zum guten Ende. Und das ist aber erstaunlicherweise dann nicht so, dass der Märcheneffekt damit gebrochen wird, sondern wird nochmal verstärkt. Mhm, das ist sozusagen der Erfolg auch von sowas wie dem Mädchen mit den Schwefelhölzchen, wo man nämlich immer das Happy End mit im Kopf haben kann, wo man immer mit im Kopf haben kann, dass es gut ausgeht und gleichzeitig aber sozusagen auch in diese vielleicht auch etwas sentimentalische Gemütsverfassung des Genießens am sozusagen realitätsnah schlechten Ende. Und es geht ja letztendlich dann doch irgendwie gut aus, denn sie liegt ja dann als glückliche Leiche, könnte man sagen. Geht in den Himmel. Aber, oder bei der Meerjungfrau, sie ist ja dann Ende doch nicht tot, sondern wird zur Schwester der Lüfte. Es gibt ein altes Missverständnis. Søren Kierkegaard hat seine erste Schrift über und gegen Andersen geschrieben und gemeint, dass es nicht legitim sei, Geschichten zu erzählen und nur ästhetische Freude zu haben. Mhm. Der Ernst des Lebens, der Existenz sei religiös. Drum sind dies nicht die Galoschen des Glücks, sondern ich zeige, wo einem der Schuh drückt. So Kierkegaard. Ja. Und ich denke, man muss Kierkegaard und Andersen zusammensehen. Recht hat Kierkegaard, dass man Andersen nur verstehen kann, wenn man ihn wirklich ernst nimmt. Und dann liegt auch in dem scheinbar Trostlosen der Versuch einer religiösen Versicherung. So bei der kleinen Meerjungfrau. Sie wird unsterblich, weil sie liebend ist. Viele Botschaften von Andersen sind dieser Art. Zum Beispiel, dass es keine Hölle gibt. Sein Vater konnte das mal sagen, zum Schrecken seiner Frau. Man muss sagen, der Teufel ist nur eine Macht in uns. Es gibt keine Hölle und keinen Teufel. Andersen schreibt eine Geschichte, heißt das Märchen, wie ein Pfarrer. Von der Kanzel donnert über Hölle und Teufel. Ja. Draußen singen die Vögel, wachsen die Blumen. Seine Frau kommt aus der anderen Welt und fragt ihn, zeige mir doch einen Menschen, von dem du sicher bist, dass er in die Hölle kommt. Das ist die Dirne um die Ecke. Die besucht der Pfarrer und so mit allen Leuten. Und jeden, den er sieht, muss er erkennen als einen armen Teufel, als einen liebenswerten Menschen. Das ist Andersen. Er kann natürlich Sentiment, aber er kann Mitleid wecken, er kann Rührung wecken. Man hat ihn selber lieb für die Liebe, die man für seine Personen aufbringt. Und er kann wunderbar erzählen. Nehmen wir eine Geschichte, die fast genial ist, weil sie die Psychoanalyse um viele Jahrzehnte vorwegnimmt, die Geschichte vom Schatten, die schon mal erwähnt wurde eben.
Das ist eigentlich die Erzählung einer ausbrechenden Schizophrenie. Mhm. Ein Mensch wird überwachsen von dem Schatten, den er wirft, und er verselbstständigt sich, er wird sein Doppelgänger. Und wer ist der selber jetzt? Eine hochkomplexe Geschichte, die beginnt mit der Information, dass die mittlere Temperatur auf der Südhalbkugel wärmer ist als auf der Nordhalbkugel. Aber wie erzählt Andersen das? Im Süden, oh, da ist es warm. Nicht wie bei uns. Das heißt, man hat noch nicht drei Wörter gehört. Da kommt das Stöhnen über den Inhalt und die gemütliche Versicherung. Bei uns ist es ja nicht so schlimm. Ja, ich meine, das so meine erzählt ich. Andersen, das ist kein ordentliches Dänisch, aber es ist wunderbar für Kinder. Und ein solches wunderbares Kind ist Andersen geblieben. Ja, das, für mich als Theologen hat das natürlich auch religiöse Qualität. Was sollten wir als Erwachsene werden? Inwieweit ist Andersen für, mit seiner Person, steht er ein für die Märchen? Sie erwähnten gerade die neue Biografie, die entstanden ist. Ja. Da wird ja Andersen geschildert als einer, dem es nicht geglückt ist, selber ein glückliches Leben zu führen. Wenn man will, vielleicht dann doch, vielleicht hat er das ja alles in einem Dialekt in Zusammenhang gestanden. Also er war nie verheiratet, er war wahrscheinlich homosexuell oder was jedenfalls wird behauptet, er war vielleicht auch nur sehr schüchtern oder was auch immer. Ja. Aber inwieweit steht er tatsächlich für diese Märchen ein und ist eine Figur, die nur diese Märchen schreiben konnte? Denn alle seine Romane sind ja nicht groß erfolgreich gewesen. Nein. Also ich meine, wenn man sich sein Märchen, sage ich schon, aber es ist ein freudscher Versprecher, das Märchen meines Lebens. Ne? Ja. Also wenn man seine Biografie anguckt, ist er fast märchenhaft. Mal abgesehen erzählt, von den Grausamkeiten. Erzählt, ja. Also er war ja bettelarm, er hat gehungert. Ja. Aber er hat eben auch sein Glück in die eigene Hand genommen. Also er hat das selber irgendwie gemacht. Er hat immer Gönner gefunden, die ihm helfen, und er hat es geschafft, bis in die Königshäuser zu kommen. So, und als beliebter Freund und Weggefährte und Märchenerzähler. Ja. Aber ich glaube, unter dem Stigma, dass er aus den untersten Schichten kommt, hat er sein Leben lang gelitten. Und das spiegelt sich natürlich in den Märchen wider und vielleicht auch in seiner Biografie. Er war ja hypochondrisch veranlagt, er hatte dauernd Zahnschmerzen, war nicht sehr schön nachweislich, er war lang und dünn und ungelenk. Also ich glaube, er selber hat sich nicht so geliebt. Also ich bin kein Psychologe, aber ich denke, deswegen kam er auch nicht dazu, eine Familie zu gründen. Oder er hat sich immer in Frauen oder Männer verliebt, die er nicht erreichen konnte, die ihn nicht haben wollten. Ja, so und das schlägt sich alles nieder. Aber er hat in seinen Möglichkeiten, glaube ich, auch in seiner Unrast und in seinem Bildungshunger, das Beste eigentlich herausgeholt, was ging aus seiner Position, aus seinem Stand heraus. Und das ist ja sehr märchenhaft, und ich glaube, das fließt auch immer mit hinein in seine Märchen und in die Gesamtfaszination. Herr Macho, wie lesen Sie die kleine Meerjungfrau? Eine Art unterdrückte Sexualität? Also ich meine, in seinem Leben spielt ja unterschwellig Sexualität immer eine Rolle. Also seine Mutter hatte ein uneheliches Kind, diese ganze Insel, auf der er als Sohn eines armen Schuhmachers groß geworden ist, war sexuell aufgeladen, kann man sagen. Er ist in den Hurenviertel von Kopenhagen rumgegangen. Also wie lesen Sie die Meerjungfrau? Also etwas wie eine natürlich Unterdrückung? Ist das alles da sozusagen auch mit aufgehoben und mit drin. Und man kann es auch so legen, was ich an der kleinen Meerjungfrau definitiv nicht leiden kann oder nicht mag, um auch mal einen Misston in das Andersen Lob sozusagen hineinzubringen, das ist die Geschichte mit der Seelenlosigkeit. Da kommt dann sozusagen plötzlich so eine pietistische Theologie mit hinein von Wesenheiten, die keine Seele haben und doch so gern eine hätten, und was müssen sie nicht alles tun, um die 300 Jahre können sie leben, aber dann 300 ist Jahre können sie leben, aber dann ist Schluss und dann gibt's nichts. Und da ist plötzlich sozusagen das Motiv der Liebe, wie soll man sagen, übersetzt in ein ganz anderes Motiv, und das hat was mit den großen theologischen Themen von Gnade und Verdammnis und Erlösung und Seele haben oder nicht haben zu tun. Und da lese ich mit einem gewissen Misstrauen diese Geschichte und auch den Schluss. Ich finde den Schluss nicht so wahnsinnig versöhnlich. Sie wird dann eben einfach an so ein Luftwesen. Man weiß aber nicht genau, was diese Luftwesen sind, weil die haben ja eigentlich auch keine unsterblichen Seelen, sind aber etwas dauerhafter. Man erfährt sie kann nicht, sie sich verdienen, die Seele. Sie kriegt sie. Ja, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja dann Pietismus pur. Ja, genau. Also ich würde den Begriff Pietismus da nochmal die Seele verdienen kann. Also da
gruselt es mich dann schon kalt, muss ich sagen. Ist also sowas wie Pietismus nicht tatsächlich das richtige Stichwort, was da drin ist? Andersen war im Grunde wie sein Vater, theologisch kein sehr komplizierter, aber nüchterner Denker und hat vom ganzen Christentum die zwei wesentlichen Inhalte übrig gelassen. Es gibt Gott und es gibt die Unsterblichkeit. Insofern erzählt die kleine Meerjungfrau nicht, wie jemand eine unsterbliche Seele bekommt, im metaphysischen Sinn, sondern wie er ein Gespür für seinen unendlichen Wert erhält. Und das kann er wirklich nur durch die Liebe erfahren. Oder wenn er es dort nicht erfährt, aus lauter Angst vor der Liebe, weil er sie beigebracht bekommt von der Meerhexe drunten. Das ist eine wüste, sexuelle Symbolszene, die Angst vor jeder Frau machen muss, wie Andersen sie sicher hatte. Er war nicht homosexuell, aber er wagte die Sexualität nicht zu leben mit einer Frau. Das steht sicher fest. Dann kann man sich vorstellen, dass Andersen einen Trost braucht, wie all die Menschen, die kein Glück hatten auf dem Weg zum Glück der Liebe. Woran sollen die anders glauben, als dass die Liebe absolut dennoch recht hat? Nur, dass man sie auf einer anderen Ebene erfährt. So etwas erkenne ich wirklich immer wieder. Ich habe mit Menschen zu tun, die nie glücklich verheiratet waren. Aber wie viele Menschen haben die oft glücklich machen können? Durch ihre Sensibilität, durch ihre Reifung an Leid. Und sowas erzählt Andersen in der kleinen Meerjungfrau. Übrigens ist das eine der für mich rührendsten Seiten an dem dänischen Dichter. Man sieht in Ordense beispielsweise seine Herkunft in den kleinen Scherenschnittfigürchen. Das sind Tischlein und Stühlchen. Eine ganz kleine arme Leutewelt, in der er gelebt hat, noch mit 16 in Kopenhagen, Puppenkleidchen, Scherenschnittfigürchen. Und er ergreift Partei für diese Leute, am intensivsten sogar für seine Mutter, die als Alkoholikerin ins Heim kam. Andersens Vater war gestorben, sie heiratete nochmal mit 50 und der Mann starb wieder. Sie musste als Wäscherin sich verdienen und griff zum Alkohol. Es gibt eine kleine Geschichte, sie taugte nichts. Da wird eine Frau beerdigt, Alkoholikerin, und sogar der Pfarrer sagt, du kannst froh sein, sie ist tot, sie taugte nichts. In Wirklichkeit hat sie unglücklich geliebt. Sie durfte aber nicht lieben. Der Mann, den sie geliebt hat, ist inzwischen Bürgermeister oder Gouverneur. Und dessen Bruder sagt diesem Kind, was von der Mutter zu halten ist. Und dann kommt die Nachbarin. Sagt, ich habe sie viele Jahre lang gekannt. Ich weiß, sie taugte etwas. Und Gott weiß es. Lass sie reden. Für sowas braucht man Märchen. Denn wo in der Wirklichkeit findet sich diese Dimension einer völlig konträren Welt, in der Geld, Macht und sowas gilt? Man braucht eine Insicht. Es gibt auch im Märchen, Geld, Macht gibt es auch im Märchen, nur werden sie manchmal überwinden. Ja, nur andersrum. Aber ich würde gerne in unsere letzte Runde einläuten, wenn man das kann, im Nachtstudio, und fragen, gibt es eigentlich heute noch Märchen? Also ist diese Gattung abgesunken und sagen wir mal mit Hans Christian Andersen zu Ende gegangen oder und ist auferstanden in der Ironie? Also Hans Draxler hat ja mal eine sehr schöne Geschichte gemacht und hat dann ein Buch geschrieben. In dieser Ausgrabung ist das Haus von Hänsel und Gretel zu finden und hatte großen Erfolg damit. Oder aber auch indem man die ganzen Parodien, Märchenparodien hat. Oder gibt es heute noch, außer jetzt, sagen wir mal, im Orient oder in Schriftstellern, die Märchenmotive aufnehmen, sowas wie Märchenerzählungen heute noch, die erfunden werden? Ja, gibt es noch. Ja? Also wir haben mannigfaltig Einsendungen auch in unserem Verein Märchenland, also wo neue Märchen geschrieben werden, die an uns geschickt werden. Also es werden immer wieder neue Märchen geschrieben. Und auch wir machen zum Beispiel einen Schreibwettbewerb bundesweit, wo Kinder, also Schüler, auch wieder Märchen schreiben. Natürlich lehnen sie sich immer an die bekannten Formen an. Aber auch wenn man Astrid Lindgren anguckt, die Brüder Löwenherz und so weiter, das ist alles Märchen. Sie hat ja auch über Märchen geschrieben. Oder wenn man sich Harry Potter anguckt und Herr der Ringe und selbst Star Wars, wenn man sich das anguckt, das sind alles Märchenmotive. Also insofern auch die Soaps sind ja oft nach welchen Grundmuster, am Ende muss es gut ausgehen und so etwas. Ja, die Verwicklungen so sind alle noch da, aber wenn man seinen Weg befolgt, wenn man der inneren Stimme oder wer auch immer den Helden leitet, folgt, kommt man ans Ende. Also es werden noch Märchen geschrieben. Ganz wichtig, ein Stückchen mit den Märchen zu verbinden. Den Mut nämlich, dass Menschen ihr eigenes Leben mindestens so fantastisch erfahren wie die Märchen.
Und umgekehrt, die Märchen lesen so dramatisch und realistisch wie ihr eigenes Leben. Jede psychotherapeutische Traumarbeit versucht hier, diese Resonanz auf sich selber zu erzeugen. Und dafür sind die Märchen ausgezeichnet. Sie können ganze Lebenswege beschreiben. Ich bin oft erschrocken darüber, wie Märchen, die von Kindern am Anfang ihres Lebens besonders gern gehört wurden, sie später wirklich so aufführen. Die ganze Problematik ist da drin enthalten. Alles. Die Weiterentwicklung, die Möglichkeiten, die sich psychisch zur Bearbeitung bieten, verschlüsselt schon angedeutet. Dass Menschen überhaupt ihr Leben einmal in dieser Dimension zu erfahren lernen, dass es wie ein Kunstwerk sich aufführt und sie den Mut gewinnen, sich zu erzählen. Die Traumarbeit ist ein Verfahren, aber die großen Träume sind im Grunde die Märchen und das kann nicht aufhören. Bin ich ja froh, dass mein Lieblingsmärchen als Kind die zwei Brüder waren, weil, aber nur aus dem einfachen Grund, weil sie so lang sind. Da musste meine Mutter eben lange lesen. Aber bei Ihnen in Ihrem Aufsatz habe ich eine sehr schöne Schlussbemerkung gelesen. Es sollte vielleicht auch hier die Schlussbemerkung sein. Sie sagen, die Märchen, sie werden ja immer erzählt. Also sie gehört wahrscheinlich zu unserer menschlichen Gattung, immer so etwas zu erzählen. Und diese neuen Alltagssagas, ne? Oder Saga, ne? Märchen, die Alltagsmärchen, also sagen wir mal die Maus, der Juckerpalme, die, ja, genau. Das war der Hauptherausgeber der Enzyklopädie des Märchens, der Rolf Wilhelm Brettnich, ein Volkskundler in Göttingen, der diese Erzählungen gesammelt hat. Das sind die Märchen in Luze. Und die liest man mit Amüsement, vor allem deshalb, weil sie 20 Mal mindestens schon selbst erzählt worden sind, in unterschiedlichen Gegenden mit unterschiedlichen Personalen. Also die Braut, die tot im Brautkleid umfällt, weil da Mottenkugeln oder Rattengift drin ist. Das heißt also, die Gattung wird sozusagen subversiv weitergeführt. Und sie ist nötig. Also für mich sind Märchen sowas wie die Fenster in einem Kerker, in dem wir ohne sie leben würden. Und sie lassen wie in einer gotischen Kathedrale das Licht aus einer anderen Wirklichkeit in diesen Innenraum. Sie schenken uns die Ahnung von einer anderen Welt. Und auch das Moment der Kindlichkeit, es gibt einen wunderbaren Satz von Erich Kästner. Wer, wenn er erwachsen wird, aufhört, das Kind zu bleiben, das er einmal war, hört auf, ein Mensch zu sein. Das war ein schönes Schlusswort. Frau Fischer, meine Herren, es ist wie immer spät geworden im Nachtstudio. Der Wind pfeift ums Haus und das Feuer ist schon niedergebrannt. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ihnen zu Hause, Dank fürs geduldige Zuhören. Ich weiß, Sie werden jetzt Ihr vergramtes Märchenbuch suchen und wieder drin schmökern, so als wären die Kinder noch im Haus. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen geben wollen, hier unsere Internetadresse www.nachtstudio.zdf.de. Aber im nächsten ZDF-Nachtstudio der Talkshow mit dramatischen Gästen hat der Meister selbst das letzte Wort. Hans-Christian Andersen sagt sehr schön und schlicht als zweites in seiner Geschichte von der Tante Tati: Am Ende ist alles doch im Eimer. Gute Nacht.